Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und ich versuche mal eine neue Reihe zu starten, und zwar Mallorcas Dörfer. Und habe ich gedacht, was kann es Schöneres geben, wenn man etwas Neues startet, als wie sofort mit dem schönsten Dorf Mallorcas zu starten. Und ich muss es leider ablesen, es ist zu viel Information. Ich befinde mich heute in Fornalutx. Das ist im Tramuntana-Gebirge bei Sóller. Und das authentische Bergdorf Fornalutx versteckt sich hoch oben im Tramuntana-Gebirge und überblickt das Tal von Sóller. Oft als das hübscheste Dorf Spaniens bezeichnet, spiegelt der Ort durch die Kombination von Steingebäuden mit rot gedeckten Dächern und dem Duft der umliegenden Orangen und Zitronen einen traditionellen, rustikalen Charme wider. Und ja, wir schauen uns hier mal ein wenig um, und ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn es euch gefällt, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und natürlich auch den Kanal abonnieren. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Thank you.
Könnt ihr jetzt hinter mir mal das ganze Dörfchen in seiner wirklich schönen Pracht sehen. Und die Geschichte reicht über 1000 Jahre zurück. Und als es noch ein arabisches Gehöft war, seine bis heute unbeständige Form fing an, sich im 13. Jahrhundert abzuzeichnen, als die Katalanen die Insel zurückeroberten. Die gotische Kirche in Fornalutsch wurde 1639 erbaut und ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Ich schaue gleich mal, ob ich sie noch finden werde. Und ja, auch hier ist es so, die Bevölkerung wuchs stetig an, liegt aber heute immer noch, trotz des Zulaufes einer mehr internationalen Gemeinde, bei nur ungefähr 600 Einwohnern. Die Mühen und den Aufwand, das traditionelle Erscheinungsbild und das Ambiente zu bewahren, sei es mit den Kopfsteinpflasterstraßen oder den herkömmlichen Fassaden, haben Fornalutsch zu einem der besterhaltensten Dörfer Spaniens gemacht.
Seit der Soyer-Tunnel erbaut wurde, ist Fornalutsch auch viel einfacher zu erreichen. Und es ist von Soyer ca. 7 Kilometer und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wir gehen jetzt noch mal weiter ins Dörfchen rein, schauen uns noch ein bisschen weiter um, schauen uns das Rathaus noch an, schauen uns die Kirche noch an und ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Thank you.
Ja, das war mal ein kleiner Rundgang durch eine der schönsten Dörfer Mallorcas. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, ich werde jetzt weiterfahren und mir das nächste Dörfchen raussuchen. Und ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wo ich gerne mal hinfahren soll, was ihr gerne mal sehen möchtet. Und dann fahre ich dorthin und werde dort ein Video machen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal wiederfinden. Und sage in diesem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven Gonzales. Bis bald.